Da wurde an beiden Seiten viel geredet. Es gab viel Gesprächsbedarf bei beiden Mannschaften. Siebeneinhalb Minuten sind es noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Und wenn es nicht immer die große handballerische Klasse war, an Spannung können wir uns hier nicht beklagen. Fehlende Absprache, der Pass von Klödermann ins Leere. Und der lange Pass kommt an bei Christian Wilczek zum Ausgleich 12:12. Und das Anspiel von Klödermann an den Kreis, an Klatt. Und jetzt gibt es noch 2 Minuten gegen Erik Hamm. Gelb konnte er nicht mehr bekommen, denn die hatte er schon. Und damit gibt es jetzt den 4. 7-Meter für die SG Banskoletzen und die erste Überzahl in diesem Spiel. Und erneut scheitert Lars Klödermann an Johnny Hagen. Und Schrittfehler gepfiffen gegen Empor Rostock. Klödermann schaltet erneut an Hagen und es gibt erneut 7 Meter. Abwehr durch den Kreis, zeigt die Schiedsrichterin an. Der abgesprungen wird. So, der Torwart behält den Ball. Nimmt ein wenig Zeit raus und es ist erneut Lars Klödermann, der antritt zum 15. 7 Meter. Und jetzt mal drin. Sein 6. Treffer. Der 3. per 7 Meter. 13:12. Passive Spieler gezeigt. Gibt nochmal Freiwurf für Rostock und da werden sie jetzt den direkten Abschluss suchen müssen. Aber die Bansko alle hochgewachsen. Erik Hamm an die Latte und dann klebt er oben in der Halbbekleidung fest. Das war sicherlich ein einmaliger Wurf hier in der Sporthalle Letzen. Aber das ist der Grund, warum es 2 Spielbälle gibt beim Handball. Also muss jetzt der Ersatzball ran. Klare Anweisung jetzt nochmal von Bürger Frind an seine Mannschaft, wie sie den Angriff zu spielen haben.
Da wird das Kreuz gespielt. Der lange Ball. Und der Mann auf Schneidewind. Und dann wird Stürmerfoul entschieden. Sorgt ein bisschen für Unmut. Und jetzt gibt es Abwurf. Gegen Philipp Mint entschieden. Das habe ich genauso gesehen. Und Marco Ohm scheitert an Johnny Hagen. Also, für schwache Nerven ist das hier nicht. Da wird viel gearbeitet. Ich bin jetzt Auszeit genommen vom HCR Empor Rostock. Wurde bis zum Schluss in beiden Kreisen sehr intensiv gesprochen. Ich glaube auch Bürger Fründ, der Trainer der SG Banskoletzen, war nicht so böse, hier nochmal eine Auszeit zu bekommen, nochmal auf seine Mannschaft einreden zu dürfen. Auch wenn die natürlich von Rostock genommen ist, jetzt abgefälscht der Ball von Erik Ham, sein zweiter Treffer. Zum Ausgleich 13-13. Und natürlich haben beide Mannschaften hier die Möglichkeit, um einzureden. Schrittfehler gepfiffen. Und das war ein schlechter Pass. Und da hat der Kapitän der SG Banskoletzen, Christian Klahn, gut aufgepasst. Zeit angehalten. Noch einmal ein bisschen. Sehr, sehr hektisch das Spiel. Sehr nervös. Sehr, sehr spannend. Schlechte Passfolge. Darauf passen, dass nicht gleich wieder passives Spiel angezeigt wird. Tüdermann scheitert erneut an Johnny Hagen. Der lange Ball. Der ist zu weit. Und jetzt läuft der Konter auf der anderen Seite. Nicht gefangen von Marco Ohm. Ja, sehr, sehr viel Nervosität hier im Spiel. Jetzt nimmt man Banddeckung. Tobias Scheel wird jetzt in Manndeckung genommen von Robert Schneidewind. Und man spielt 5 gegen 5 in der Abwehr. Abgepfiffen. Erik Hahn wird wieder hochsteigen. Klüdermann da. Und in meinen Augen sauber abgefangen. Schiedsrichter haben es anders entschieden. Und jetzt Zeit aus, weil da hat sich Erik Hahn wehgetan.
Und jetzt Spiel wieder angepfiffen. Erik Haben auch wieder auf den Beinen. Wird gleich rausgenommen von Klütermann und da kommen sie zu spät in der Abwehr der SG Banskulezen. Und es gibt 7 Meter für Empor Rostock. Martin Kosinski ist zu Fall gebracht worden und Benny Holst. Gegen Mike Stenzel. Da ist Mike Stenzel dran am Ball, aber der Ball ist drin durch Benny Holz. Und der dritte 7 Meter, dann erfolgreich für Empor Rostock. Und zur Führung zum 14:13. Jetzt haben wir hier noch wenige Sekunden auf der Hallenuhr. Robert Schneidewind, Johnny Hagen hält den Ball. Es sind noch 2 Sekunden, der Wurf und abgepfiffen. Zeit wird gestoppt. Die Zeit ist abgelaufen. Wird sie noch kurz beraten. Und jetzt gibt es Rot gegen Marco Ohm. Wegen Schubsens. Es konnte das verhindern einer klaren Torchance. So begründen jetzt die Schiedsrichter. So muss man es akzeptieren. 13:14 und so geht mit einer emotionalen Szene die Halbzeit zu Ende. So. Jetzt geht das Spiel noch etwas überraschend weiter mit dem Spielstand 13:15. Und jetzt geht Banskulezen in Unterzahl nach der roten Karte gegen Marco Ohm, nach dem Konter in der letzten Sekunde der ersten Hälfte. Und das Tor von Klütermann zählt nicht, bereits vorher abgepfiffen. Soll noch gewischt werden. Und Klütermann scheitert erneut an Johnny Hagen.